Willkommen zu einem neuen Video. Nach sehr langer Zeit wieder ein Marvel Jurassic World Review. Und in einer der letzten Videos, ich glaube es war das letzte, das ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und zwar hatte das ja ein offenes Ende. Ich habe ja nicht gesagt, welche zwei Figuren ich mir geholt habe, sondern ich wollte euch halt überlegen lassen, beziehungsweise ich wollte halt ein offenes Ende haben, weil ich mich vor der Kamera schlecht entscheiden kann. So, und ich habe mich für den für zwei Tech Packs entschieden, weil ich hatte ja immer nur 30 Euro mit. Die haben jeweils 13 Euro gekostet, also waren was teurer als in Deutschland. Also hier einmal den Protoceratops und den Procheratosaurus. Der ist sogar von Attack Pack Dino Rivals, da seht ihr auch die Karte. Zu den beiden gibt es diese Folge kein Unboxing. Das hat ja einen Grund, den ihr wahrscheinlich alle wisst, weil das habe ich ja im Urlaub gemacht und dort packe ich die immer sofort aus. Aber falls ihr die Verpackung sehen wollt, dann müsst ihr halt das letzte Video abchecken. Also wie gesagt, ist unten in der Videobeschreibung. So, also ich glaube, wir fangen mal mit dem Protoceratops an. Und zwar habe ich hier hinten habe ich auch meine ganzen Ceratopsian von Mattel hingestellt. Also hier den Sinoceratops, den Triceratops und den Styracosaurus. Und ja, und man kann sagen, dass wenn man sich die Details ansieht, die Augen, die sind einfach nur grün. Und der Strich, die Pupille, die hat die Farbe wie die Haut, also so türkis. Also das ist nicht so gut. Schon mal auf vom Kopf und vom Maßstab her ist der aber sehr gut gelungen, finde ich. Und halt auch, dass er so gelbe Flecken hat. Also man weiß ja nicht, wie Dinosaurier gefärbt waren. Also sie konnten bunt sein, sie konnten nicht bunt sein. Naja. So. Also man kann natürlich auch wie bei allen Attack Packs kann man einmal die Beine, also die Arme und die Beine. Und dann natürlich nur den Kopf. Und hier auch besonders kann man den Schwanz verdrehen. Also hier einmal um 360 Grad. So. Und beim Kopf kann man das auch machen. Man kann ihn einmal rumdrehen. Oder kann halt auch nach vorne. Ich meinte nach oben. Ja. Ups. Da. So. Also hier, das ist Muster. Also der Protoceratops, der kam in noch keinem Jurassic-Film vor. Aber ja, aber das ist jetzt auch nicht so wie beim Metacanthosaurus gewesen, dass der jetzt irgendwie die Jurassic World-Seite ihn irgendwie gezeichnet hat, wie er in den Filmen vorkommen könnte. Ist jetzt einfach so eine Figur von Mattel, weil sie wahrscheinlich dachten, da passt doch ein Protoceratops rein. Ja, und das finde ich auch. Also die Farben, also ich finde sie okay. Also ich weiß keine Verbesserung, wie die Farben hätte verbessern sollen. Also ist das auch kein Kritikpunkt. So, also hier, wie gesagt, die Ceratopsian, also die Artgenossen, nicht Artgenossen, sondern Artverwandten. Hier Sinoceratops. Und auch den Styracosaurus. Eine Sache, die habe ich in seinem Review schon gesagt. Und zwar ist dieses Bein hier extrem locker. Deshalb kann er nicht stehen. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Und ich werde es euch demonstrieren. Das ist mir vorhin erst aufgefallen. Hier, man kann das ja schön an die Seite machen. Alles doch, zack. Obwohl, nee. Wenn man es wieder zurück machen, dann ist alles okay. Komisch. Ja, der Vorführungseffekt, sage ich einfach mal. Schon mal vorhin, als ich es gemacht habe, war das Bein extrem locker, auch innen. Das was rausgegangen ist, doch ich konnte es ohne Probleme wieder reinstecken. Seht ihr, wenn man drückt? Seht ihr das? Also dort ist das irgendwie nicht richtig fest. Ihr seht ja, das ist die ganze Zeit so locker. Es war auch schon, als ich es gekauft habe, locker. Also das habe ich nicht irgendwie kaputt gemacht, also zumindest hoffe ich das. So. Jetzt kommen wir zum Procheratosaurus. Die Farben. Also, ich habe mir diese Version statt der normalen geholt. Also, es gibt ja das neue Repaint. Es gab ja auch damals, letztes Jahr von Mattel schon ein Procheratosaurus Attack Pack. Doch die Farben, die finde ich einfach
besser irgendwie. Und was natürlich der Hauptpunkt war, dass es den in dem Laden nicht gab, sondern es gab halt nur die Version, da dachte ich, Farben sind besser, also hole ich mir, weil der andere, da seht ihr gerade ein Bild. Und das, was ihr da gerade seht oder gesehen habt, der ist ja komplett braun und hat so ein kleines rot-orange-farbenes Horn. Beziehungsweise Kamm, das ist ja ein Kamm, kein Horn. Und der hier, der hat halt schon mehr Farbe. Also er hat hier oben, hat er halt mehr Farbe, weil nicht, dass er nur in einer Farbe ist und das Horn eine andere hat, sondern hier hat er halt schon mehr Farbe. Ja. Aber man kann, Mattel konnte sich daran auch kein Beispiel nehmen, weder bei dem hier noch beim anderen, weil, wie auch beim Protoceratops, nein, die Maler von der Jurassic World Seite haben das, wie beim Protoceratops von erwähnt, nicht gemacht, dass sie den irgendwie so gezeichnet haben, dass wir halt in den Jurassic Park World Film vorkommen könnte. Also hier, die Beine kann man bewegen, die Arme kann man bewegen, den Schwanz diesmal nicht. Und das Maul kann man auch bewegen. Doch, sieht was komisch aus, wenn man das Maul zu hat, dann. Ja. Also, jemand hat auch zu mir gesagt, es erinnert mich an Roger. Also, da seht ihr gerade Bild, der Roger aus Ice Age. Das war der neue Ice Age, der 2016 im Kino lief, habe ich gesehen im Kino. Und ja, und sieht auch wirklich so aus. Und im Mundbereich habe ich noch nicht gezeigt, das sieht dann so aus. Also wieder das typische Barbie-Rot, was die für jede Figur benutzen. Ja. So hier und wie bei allen Attack Packs wurden diesmal keine Krallen bemalt, sonst nehmen einfach hier einen T-Rex. Hier wurden die Krallen bemalt, doch oben nicht und doch hier wurden einfach keine. Das ist bei jedem, sonst ist es bei keinem Dino so, außer vielleicht bei den Vierbeinern hier. Außer der neue Keratosaurus, der aber ansonsten von der Bemalung sehr gut ist, was so das nächste Review sein wird. Und hier natürlich auch diese mitgelieferte Karte. Ja, ist von den Werten nicht gerade sehr stark. Schon mal hier ein Duell. Also hier gegen ein Raptor, ein einzelner Raptor hätte der glaube ich verkackt und gegen Rudel erst recht. Also die Gewinner kommen oben hin, die Verlierer hier unten. Dann hier der, den lassen wir weg, da kommen wir noch zu. Ich produziere nämlich gerade vor, oder wie soll ich das sagen? Das ist ja der neue Keratosaurus, den habe ich neben mir gerade stehen, aber den zeige ich jetzt natürlich nicht, weil ihr euch überraschen lassen sollt. Also morgen kommt das Review zu dem. Da kommen wir nochmal drauf zurück. So. Dann hier Parasaurolophus, also ein einzelner, weiß jetzt nicht. Also ich glaube schon, dass der ein Pflanzenfresser ist. Der kommt hier unten auf die Verliererseite. T-Rex, auf jeden Fall auf die Gewinner, weil stärkster Dinosaurier und sowas. Styracosaurus, auch auf die Gewinnerseite. Und Concavenator, auch. Also man merkt schon, er ist nicht gerade der stärkste Dinosaurier, weil er auch relativ klein ist, 3 Meter. So, und das waren die Figuren, die ich hier mit dem Protoceratops verbinde. Jetzt kommen wir natürlich auch noch zu denen, die ich mit dem Prokeratosaurus verbinde. Ihr wisst, das sind die T-Rexe. Wahrscheinlich müsst das einige wissen, vielleicht aber auch nicht. Und zwar der Prokeratosaurus, der ist nicht mit dem Keratosaurus verwandt, weil das gefundene Skelett, die lebten ja an derselben Zeit, der Keratosaurus und der Prokeratosaurus. Und deshalb dachte man, dass das hier ein Jungtier vom Keratosaurus wäre. Aber nein, später hat man herausgefunden, dass dies der älteste Verwandte des Tyrannosaurus Rexes war. Also die Ähnlichkeit, wir vergleichen jetzt mal. Ups. Ach, bleib richtig stehen. So, gut. Also hier, wir können die mal vergleichen, auch den hier. Ja. Also man sieht, die haben kaum Ähnlichkeit. Also ihr seht wahrscheinlich die Arme, die sind hier viel zu kurz. Also damals waren die noch länger. Doch weil er sie kaum gebraucht hat, sind die halt in der laufenden Evolution kleiner geworden. Und dann noch natürlich der Schädel hat eine ganz andere Form bekommen. Der sieht heutzutage, sieht er so aus.
damals, also, beziehungsweise das heißt heutzutage, T-Rex Evolution hat sich der Schädel etwas verändert. So, hier, den habe ich gar nicht ganz gezeigt, hier, aber Review kennt ihr natürlich alle, Playlist ist auch in der Videobeschreibung. So, also, und halt vom Körper, dass die T-Rex halt viel massiger sind und die Beine dicker sind und so. Also, wenn man es weiß, dann weiß man es halt, aber wahrscheinlich, wenn man es nicht weiß und man es jemandem sagt, dass die beiden Artverwandte sind, dann würde der sagen, also dann würde er einen bestimmt auslachen, aber nein, es ist die Wahrheit. Das ist der älteste Verwandte des Tyrannosaurus. Und da sage ich jetzt auch mal, das war's mit dem Video. Also tschüss, bis zum nächsten Mal.